Van Boxspringen. Van Boxburg. Hey, Roetje, nee, je hebt het dood. Je mag niet op. Jo. Einfach marschieren. So wie es euch gut wird. Schatzen wir, dass ihr das Platz habt, der Ohr. Weil es selber haben, komm schon auf. Du mit Maus wächst. Okay, ich kriege gleich noch ein Schildchen. Mach mir links. Mach mir links. Ein bisschen mehr mit dem Telefon, gell? Ist das zu ja, jetzt kommt Bewegung in die Schulter. Machen wir ganz lang. Wahnsinn, die boxen direkt. Und was macht man hinten aus? Machen wir wieder weniger hier. Wird weniger. Wird man es anstrengen. Machen wir beide Schritte. Ja, das ist gut. Nächste Mal Richtung. Okay. Okay. Haben wir gerade nichts Besseres zum Tor, also nächste Mal Richtung. Schauen wir nicht mehr an, zur Seite. Und ich fliege. So, bleiben wir oben. Daumen schauen nach hinten, da noch mal. Nach hinten Feder. Auf, auf. Ein bisschen schneller. Oh, das ist gut. Das ist gut. Auf, auf, dann bin ich nicht vergessen. Für gemeine Birgit. Bisschen nach oben. Und dann wollen wir so in die Diagonale. In alle Richtungen. Aber rechts, aber links. Und wir wechseln zwischen Bord. Es wird warm, das haben wir gehört. Ja! Es reicht schon. Boah, für die Korn. Los, wir runter, los, wir anhängen. Schau, wir machen die Beine auf, gehen wir links. Links. Aber wir dürfen noch ein bisschen schwingen. Ja, klar. Ja, das macht Spaß. Wollen wir Kick-Karussell? Riesenvoll wahrscheinlich auch wieder und so. Echt? Jetzt versuchen wir Karussell im Vortrag. Bleib mal stehen, aber dran mit Fersen mit. Bisschen mehr an die eigene Achse. Machen wir mal das Diskussion. Weißt du, die willst du dich schon nicht lösen. Okay. Dann kommt schon alle, oder? Was machen wir? Okay. Sollen wir nochmal gehen? Ja. Bisschen mehr, hier ein bisschen höher, aber ein bisschen mehr. Immer noch mit Ehe. Da, auf geht's, bisschen mehr. Ziehen wir die Knie hoch, im nächsten Kipp, oder links. Oder links. Musst du schon so früh mit die Arme fliegen? Voll anstrengend. Geht noch. Gib uns ein bisschen nach außen. Oh nein, gleichzeitig. Ich zeige euch später. Gut, lassen wir die Beine runter, springen wir wieder ein bisschen näher. Oh, hey, da geht der Wind im Wohnzimmer.
Geht los! Hui! Bleib so, oder? Nehmen wir die Fersen hinten zu. Ja, der Oberschenkel. Sehr gut. Alles gut. Gut. Lass mal die Arme weg. Schau mit Daumen nach hinten, wir öffnen. Ausrotation der Arme, das geht gern. Lass mal Zehenspitzen rücken. Nächste Runde. Ha, wechsel mal den Arm, wie geht's? Ich glaube, jetzt ist es gut. Na, da mal weiter, bis die nächste Musik kommt. Mach weiter. Schau mal den Tag. Ja. In der Wischi, auf der Schulter. Du hast einen richtigen Strecker. Bitte, weil du so lange Arme hast. Eigentlich ist bei dir alles so lang. Ich komm auf. Das ist gut. So, gehen wir weiter. Wechseln wir. Da gehen wir mit einem Kreis. Vorn vorbei. Mein T-Shirt ist eindeutig zu kurz. Ich habe das Papier wieder gedruckt. Nein, wir haben es gekocht. Okay, schauen wir, wir stehen. Wir gehen tief in die Hocke. Füße ungefähr hüftbreit. Mit oder ohne Arm. Rücken bleibt gerade. Arsch raus. Ja, denk doch wieder, du gehst doch so weit um. Ja, ist besser für dich. Machst du jetzt so gemütlich wie? Machen wir noch 6 Mal. 5, 4, 2 und aus. Bis sie gehen. Auf geht's, nur mit dem Schier. Schieß so hart zu touch. Jetzt schon gekommen. Also wir jetzt gerne ein bisschen mehr drauf. Wir haben schon nicht. So ein bisschen Trippel. Leicht hin. Deine Bank ruft nicht. Aber ihr kippt so ein bisschen Trippel. Kippt ein wenig mehr. Wärme im Fürstein und in der Achillessehne. Oder locker abladen. So ein bisschen gerade, ein bisschen trippeln. Mittlerweile weiß ich auch noch nicht mal, was ich besser mache. Ich bin immer noch, und hier war die Größe so. Dann ich wieder aufsperren hier. Okay, ich würde danken möchten. Locker lassen, wir geht die Schuld aus. Wunderbar. So, trink schnell einen Schluck. Nützen wir die Pause. Wir machen halt 4 Blöcke. Habe ich euch ja schon gesagt. Und dazwischen ist immer eine kurze Pause. Und dann fangen wir jetzt gleich mal an mit Arme und Hände. Und da braucht es eine Wand. Also, wir wollen halt mal explizit an Bizeps dehnen. Und Bizeps dehnt man ja, indem man die Außenrotation geht. Jetzt muss ich ein bisschen weiter nach hinten gehen. Hoffentlich seht ihr mich noch. Also ihr nehmt den Arm nach hinten, ja, und die Handkante an die Wand. Genau. Schaut her. So. Und jetzt sucht euch so eine leichte Dehnposition. Seht man das? Das schaut jetzt aus, wie wenn es hier ein Schnauzbad hebt, Birgit. Ja, so wirst du es halt machen. Schaut da auf dem Bild. Oder wenn die, was, wenn sie einen Katar hat? Wenn sie einen Katar hat, dann kannst du es durch auffangen. So, die Schulter ist locker, die
die Beine so leicht gebeugt, Bauchnabel ein bisschen nach innen und immer das Brustbein schön rausstecken. Jetzt kann es natürlich auch sein, dass in der Brustmuskulatur zieht. Ja? Ist ja ganz normal, hängt ja alles zusammen. Und jetzt, wenn ihr vielleicht die Dehnposition habt, jetzt drückt ihr praktisch die kleinen Fingerkante in die Wand, ohne euch wegzubewegen. Atmet weiter, jetzt zirkt es natürlich, das ist normal. Schön weiteratmen, auch lächeln. Und dann die Position nicht verändern, ein bisschen locker lassen. Und ihr merkt, ihr könnt es ein bisschen weiter reingehen in die Dehnung. Ja? Also wir machen das halt ziemlich effektiv. Und jetzt aus dieser Position wieder dagegen drücken. Ja? Schon ein bisschen mit Gefühl, aber so, dass es schon ordentlich zieht. Also Schmerzgrenze von 1 bis 10, der für 8 erreicht. 12. Also ihr seht schon, Birgit ist schon in voller Action dabei. Das heißt, ich sage auf Wiedersehen. Ciao, bis bald. Danke, Flo. Dann wieder locker lassen, in der Dehnung bleiben. Musik. Ganz normal wegatmen, gerne, ganz leise. Magst du bis zu 3 Minuten? Ja. Nach 3 Minuten, weil es so schön ist, gell? Ja. Und dann kommt eh nur noch ins Ruhe. Bist du leiser? Dann langsam aus der Dehnung rausgehen. Bisschen bewegen. Immer so, wie es euch irgendwann tut. Dann nehmen wir den anderen ab. Kleinfingerkante angewandt. Der steht davor. Macht so schöne Ausrollung in der Schulter. Beine sind leicht gebeugt. Bauchnabel. Handflächen schauen an. So die leichte Dehnposition einnehmen. Und dann gegen die Wand. Weiter atmen. Macht ein bisschen rein in euren Körper. Lasst ihr schon was tun, aber natürlich sollt ihr nicht wehtun. Locker lassen, Position nicht verändern. Und ein bisschen weiter. Schön tief durchatmen. Schaut, dass der übrige Teil locker ist. Und nochmal gegen die Wand. Weiter atmen, richtig fest dagegen drücken. Umso fester ihr drückt, ist euch umso effektiv. Einfach atmen. Noch 4, 3, 2. Position nicht verändert, locker lassen. Ihr merkt, es geht noch weiter. Super. Noch einmal fest dagegen drücken, weiter atmen, tief durchatmen, 4, 3, 2, Position nicht verändern, locker lassen und ein bisschen dann vorsichtig wieder rauskommen aus der Dehnung, ein bisschen bewegen, das ist ganz normal, dass das jetzt schon ein bisschen was zieht, ja, das verspürt. Und jetzt machen wir das gleiche mit der Handfläche. Direkt in Schulterhöhe. Die Fingerspitzen schauen nach oben. Und ihr dreht euch jetzt weg vom Arm. Jetzt haben wir schön den Unterarm. Ja. Hier geht es ein bisschen die Brustmuskulatur rein. Den Oberarm nochmal und natürlich auch den Handbeuger. Spreizt zurück die Finger. Muss nicht so extrem sein, so ein bisschen. Und jetzt drückt man mit der Hand gegen die Wand. Weiter atmen. 4, 3, 2. Ich stütze seinen Bizeps ganz normal locker lassen. Und vielleicht geht es noch ein bisschen weiter. Also es zieht den ganzen Arm, man kann das nicht so einzeln eigentlich dehnen. Die Übung ist super, weil ihr wirklich die ganze Armmuskulatur bis in die Schulter reingeht. Und nochmal dagegen drücken, auch so ein bisschen nach vorne schieben vielleicht, dann habt ihr mehr die Brustmuskulatur noch. Hier die ganze Schultermuskelkette. 3, 2, locker lassen. Und nachfühlen und nochmal bleiben, den Reiz wegatmen, insgesamt wieder entspannt schauen und vorsichtig wieder rausgehen. Bewegen.
Andere Hand, Fingerspitzen schauen nach oben, Hände leicht geöffnet und wegdrehen vom Arm. Genau. Und dann drückt ihr mal wieder mit den Händen dagegen. Boah, da kommt ein schöner Zug drauf auf meine Hände. Man hat ja immer diese Griffhaltung, egal was man macht. Man tut es wirklich mal gut locker lassen. Einfach so bleiben, die Dehnung genießen, spüren. Und jetzt praktisch den ganzen Arm so ein bisschen nach vorne schieben. Weiter atmen. Ja, das spürt man auch ganz arg. Weiter nach vorne schieben. Noch 4, 3, 2. Locker lassen. Und vielleicht könnt ihr ein bisschen weiter aufdrehen. Langsam wieder rausgehen. Einfach schön durchbewegen. Und dann setzen wir uns hin. Und ihr könnt es auch im Stehen machen, egal. Nehmt die Hände zusammen. Und mir ist jetzt wichtig, dass praktisch die Finger mal richtig gedehnt werden. Ja? Also, ihr könnt euch auch gerne aufstützen. Schaut mal, dass die Fingergrundgelenke zusammenbleiben. Das Handgelenk selber kann weggehen. Wir können uns auch so aufstützen. Und ihr drückt mal einfach so dagegen. Ja? Schaut, dass der Rücken gerade ist. Und dann dehnt wirklich die Finger auf. Weiter atmen. Das kannst du auch so machen. Also jeder, wie es halt gerade passt. Aber wirklich, die Finger sind jetzt wichtig. Genau. Und dann so ein bisschen dagegen drücken. Also jeden Finger einzeln gegen den anderen drücken. Und wieder lösen. Und dann kann ich noch mehr öffnen. Ja? Also schaut auch wirklich, dass alle Fingergrundgelenke beieinander bleiben. Also vom kleinen Finger, Ringfinger, Mittelfinger und Zeigefinger. Schultern locker lassen. Und noch einmal dagegen drücken, weiter atmen. Und wieder locker lassen. Schön in die Dehnung reingehen. Dann langsam wieder auflösen. Die Hände durchbewegen, ruhig auch eine Faust machen. Ihr könnt auch den Daumen nach innen schieben. Jeden einzelnen Finger zusammenkommen lassen. Und dann faltet ihr die Hände, zieht sie nach vorne und so ein bisschen nach oben. Halten. Einfach so halten. Und langsam lösen. Fingerspitzen schauen nach oben. Und dann nimmt ihr die Fingerspitzen nach unten und dreht den Arm nach vorne. So habt ihr hier den Strecker. Genau. Einfach so halten. Schön aufrecht bleiben. Ist vielleicht ein bisschen anstrengend. Und im Wechsel nochmal nach oben. Arme auseinander, Bauchnabel nach innen. Schön weit hochziehen. Rück die Finger mal jetzt geschlossen halten. Und dann nochmal die Finger nach unten und nach vorne drehen. Weiter atmen. Ja, es wird warm, es ist auch so ein bisschen eine Kräftigung dabei. Und lösen. Einfach durchbewegen, pendeln, so wie es euch gut tut. Faust machen, öffnen und schließen. Und dann habt ihr schon den ersten Block, Arme und Hände und dürft schon was trinken.